Abfall ist überall, wird sekündlich produziert, transportiert, aufbereitet. Ausgeklügelte Logistiksysteme und intelligente Hightech-Anlagen sind dafür nötig. Abfall ist eine der wenigen Ressourcen, über die Deutschland verfügt. Damit neue Produkte daraus entstehen können, ist eine sortenreine Rückführung in den Wertstoffkreislauf notwendig. Die Karl-Meyer-Gruppe steht für diese konsequente Ausnutzung der im Abfall befindlichen Rohstoffe. Die Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt. Insofern ist es wichtig, dass wir Systeme entwickeln, wo wir Rohstoffe im Kreislauf verwenden können, sodass wir sie nicht, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, verwendet als Produkt und weggeschmissen, sondern heutzutage ist unser Bereich oder unser Thema ist Kreislaufwirtschaft. Und Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass man Rohstoffe immer wieder so verwenden kann, dass man immer wieder neue Produkte daraus machen kann. Wir verstehen uns heute auf der Kundenseite als Entsorgungsdienstleister, indem wir für den Kunden die Entsorgungsdienstleistung erbringen. Und auf der anderen Seite sind wir Rohstoffhändler für die Industrie. Das heißt, wir gewinnen aus den Abfällen die Rohstoffe. Wir holen die Rohstoffe aus den Abfällen heraus und stellen sie der Industrie als Rohstoff wieder zur Verfügung. Das familiengeführte Traditionsunternehmen bewegt jährlich mehrere hunderttausend Tonnen Wertstoffe. In 22 Unternehmen an 14 Standorten in Deutschland arbeiten rund 680 Mitarbeiter. Sie bieten sämtliche Dienstleistungen rund um das Managen von Wertstoffen an. Im Kern sind dies Abfallentsorgung, Recycling, Logistik, Rohstoffhandel, Energiesysteme und Kompetenzentwicklung in der eigenen Akademie. Sie sind Vertragspartner von Audi und VW, versorgen mit der eigenen Schiffsflotte unter anderem die Insel Helgoland. Verbunden wird dieses vielschichtige Unternehmen durch gezielte Wertschätzung der Mitarbeiterkompetenz. Die Basis unserer Innovationsfähigkeit steckt in den Köpfen unserer Mitarbeiter. Und das sind Einzelne, aber natürlich auch Gruppen, Teams, die zusammenarbeiten, neue Ideen entwickeln. Und was wichtig ist in einem Unternehmen, ist, dass man den Rahmen und die Kultur dafür schafft, dass Menschen zusammenkommen und neue Ideen entwickeln. Dafür haben wir bei uns im Unternehmen verschiedene Systeme. Wir versuchen sehr kommunikativ innerhalb des Unternehmens zu sein. Wir versuchen auch die verschiedenen Kompetenzen, die an verschiedenen Stellen im Unternehmen bestehen, so zusammenzuführen, dass daraus neue Ideen entwickelt werden. Diese Teamergebnisse landen in der Unternehmenszeitung Impulse, die mittlerweile zum Who is Who der Karl-Meyer-Gruppe avanciert ist. In der Unternehmenszentrale Wischhafen steuert ein Führungstrio, dessen Sprecher Dr. Axel Meyer ist, das mittelständische Familienunternehmen. Dr. Axel Meyer ist Innovationsbotschafter und als Vordenker und Morgendenker bekannt. Wir haben ja zum Beispiel den Slogan, das Morgendenken. Das ist unser Unternehmensslogan. Und hinter dem steht ja auch die Philosophie, dass wir nie stehen bleiben, sondern immer versuchen, einen Schritt weiter zu denken. Und dann, wenn wir irgendwas zu Ende gedacht haben, vielleicht auch weiter zu handeln. Und mit diesem Slogan, der ja auch allen Mitarbeitern vermittelt ist, denke ich mal, drücken wir genau das aus, was die Kultur dieses Unternehmens auch ausmacht. Aufmerksames Zuhören, Tatkraft und Entschlossenheit bilden die Grundlage für dieses Morgendenken. Das Vertrauen in die eigene Innovationsfähigkeit fördert Hightech-Strategien, wie beispielsweise CFK zurück in den Wertstoffkreislauf zu bringen. In Wischhafen steht für diesen Prozess eine weltweit einzigartige Anlage. Dr. Axel Meyer beschäftigt sich ständig mit neuen Märkten und Herausforderungen. Sein Credo: Innovationen sind wie Moleküle. Sie müssen immer wieder neu und intelligent aneinandergereiht werden. Herausforderung ist für uns, und an der Stelle sind wir auch intensiv am Arbeiten, noch mehr Stoffe aus Abfällen herauszuholen. Und ein Thema dabei wird sein, dass man sich auch in der Produktion schon Gedanken macht über die Abfälle, die hinterher bei Produkten entstehen. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns in der Zukunft beschäftigen wird. Innovationsbotschafter sind Männer und Frauen in Unternehmerverantwortung. Ihre Führungskultur ist beispielhaft. Ihre Ziele sind erfolgreich sein für das Unternehmen, für die Region. Sie generieren ihre Innovationen aus Erfahrung, Wissen und Entrepreneurgeist.